Grüezi Servus und hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Community-Mitglied Tim hat mir nach seinem letzten Besuch hier bei mir in der Halle, als wir seine neue Mercedes E-Klasse poliert haben, dieses hübsche Teil hier dagelassen. Das war die Abdeckung hinten auf der Heckklappe. Die und Mercedes ist halt Qualität, nach wie vor auch noch echtes Metall ist. Und da habe ich mir gedacht, bietet es sich doch an, dass ich für euch einen Vergleich von verschiedenen Chrom- bzw. Metall- oder Aluminium-Politurpasten durchführe, um mal zu sehen, ob es hier Unterschiede gibt in der Fähigkeit, dieser Pasten Kratzer zu entfernen und ein schönes Finish auf Metall zu hinterlassen. Und deswegen werden wir insgesamt 4 Produkte miteinander vergleichen. Und in diesem Video wird das die gute alte Sonax Chrom- und Alupaste sein, die es eigentlich in jedem Baumarkt gibt. In diesem Video schauen wir uns, wie gesagt, die Sonax Chrom- und Alupaste an. Vom Preis her zahlt ihr hier für diese 75 Milliliter Tube irgendwo zwischen 5 und 7 Euro. Aber man muss ja ganz klar sagen, das ist eines der günstigeren Produkte in diesem Vergleich hier. Von dem Produktversprechen her sagt Sonax hier, beseitigt Korrosion, reinigt, konserviert und pflegt unlackierte Metalle. Und von den Anwendungshinweisen her soll man es gut schütteln. Das ist klar, das sollte man jedes Produkt mit einem weichen Tuch dünn auftragen. Je nach Anwendungszweck mit mäßigem oder starkem Druck verreiben und gründlich abpolieren. Nicht auf lackierten Metallteilen, zum Beispiel Alufelgen, verwenden. Vor Frost schützen und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Also, eigentlich gar nicht so eine große Hexerei. Deswegen gehen wir gleich zur Anwendung. Ich habe mir hier schon mal alles zurechtgelegt, um dann jetzt gleich die Sonax Chrom- und Alupaste zu verarbeiten. Ich werde mir jetzt hier noch zusätzlich, ich werde das Feld hier bearbeiten, einen ganz kleinen Streifen da auf der Seite abkleben, damit wir dann wirklich auch den Unterschied sehen und feststellen können. So, und dann schnappe ich mir jetzt hier aus der praktischen ADBL 50 Tücherbox ein neues Tuch. Falte das ein paar Mal zusammen, weil dann brauche ich nur für alle diese Produkte ein Tuch zu verwenden. Nehme jetzt die Sonax Polierpaste, schüttel die ordentlich. Denkt dran, Produkte immer schütteln, bevor ihr sie verwendet. So, dann gebe ich mir das hier drauf. Na, muss man aber ganz schön drücken. Aha. Ja, also der Spenderkopf hier gefällt mir gar nicht. Da kommt so, ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, so ein großer Blob dann raus, weil das ist viel zu viel Politur jetzt für diese kleine Fläche. Aber wir machen das Beste draus. Ich werde gleich die ganze hier bearbeiten. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Also ich habe es verteilt mit dem Tuch und dann werde ich das jetzt in kreisenden Bewegungen mit relativ viel Druck, weil das ist ja echtes Metall hier und da sind einige Kratzer drin und ich möchte auch sehen, was die Politur kann. Ordentlich verarbeiten. Mach mal hier zuerst in Bahnen von oben nach unten, dann noch von links nach rechts. Dann noch ein bisschen kreisend. Bin jetzt echt mal gespannt, was diese Chrompolituren hier nochmal rausreißen können. So. Schaut euch das mal an. Also gereinigt hat sie definitiv, da kann man nichts sagen. Gut, dann nehme ich gleich die gleiche Tuchseite, ich falte das nochmal und wische das hier nach. Nochmal die andere Seite, ja, seht, da kommt immer noch was nach. Nochmal nachwischen, so. Dann hätten wir das schon verarbeitet. Ich nehme jetzt mal den Kleber hier weg. Oh ja, also selten so einen schönen Unterschied auf Kamera gesehen. Also ihr seht, die Chrompolitur hat definitiv das Metall hier gereinigt. Es glänzt wieder deutlich mehr, aber sie war nicht wirklich in der Lage, das seht ihr wunderbar an der Deckenlampe, die tiefen Kratzer, die da halt über die Jahre reingekommen sind, zu entfernen. Die bleiben da definitiv drin, aber eine Verbesserung hat hier ganz, ganz klar stattgefunden. Sehr schön. Jetzt verspricht ja die Sonax Chrom-Alu-Paste auch, dass hier das behandelte Metall konserviert und gepflegt wird. Und da schauen wir uns doch mal als Indiz dafür an, was passiert, wenn ich hier mit Wasser drauf sprühe. Und starten wir mal. Ja, also da im Vergleich zur unbehandelten Fläche sieht man schon, ja, man sieht es deutlich, ja, doch.
Oh ja, es perlt aber richtig geil ab. Schaut euch mal den Unterschied an. Ja, sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Ich nehme euch auch mal ein bisschen näher ran, damit ihr euch diesen Tröpfchenporn hier anschauen könnt. Sehr, sehr schönes Ergebnis. Kleiner zusätzlicher Test. Ich werde jetzt mal noch den FX Protect Surface Agent, also einen Entfetter, einen IPA oder eine IPA-Fertigmischung, aufsprühen, nachwischen und dann schauen wir nochmal nach, ob die Versiegelung, die hier eventuell drauf ist, sich so einfach schon wieder entfernen lässt. Ja, also ihr seht schon, durchgängiger Film, der hier drauf ist. Also der Entfetter tut schon mal hier grundsätzlich seinen Dienst. Ich gebe ihm ein paar Sekunden Zeit, um zu wirken. Nie vergessen, auch wenn ihr euren Lack nach dem Polieren entfettet, gebt der Chemie ein bisschen Zeit, um zu wirken. Das braucht sie. Gut, und dann wischen wir einmal nach. Gut. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert ist. Also, nochmal mit Wasser. Ja, jetzt ist doch spannend. Also, die versiegelnde Komponente, die da vorher bei der Sonax drauf war, die wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Also so langlebig scheint das hier dann nicht zu sein. Also, ihr habt es gesehen, von der Polierleistung, der Fähigkeit, Kratzer zu entfernen, ist das hier definitiv nicht ganz so ein potentes Produkt, gerade im Vergleich zu den anderen, gerade im Vergleich zum Nanolex und zum CarPro. Aber auch im Vergleich zur Autosol, die ja vom Preis her sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Das, was die Sonax sehr, sehr gut kann, ist ein sehr, sehr schönes, stimmiges, gefälliges Finish auf solchen Metalloberflächen zu erzeugen. Und da spielt sie in der absolut obersten Liga mit. Ich glaube, das ist wieder so ein Kompromiss, den man bei Polituren immer hat. Die einen erzeugen halt ein bisschen mehr Cut, sind dafür im Finish nicht ganz so stark. Die anderen erzeugen ein schöneres Finish, aber bringen nicht ganz so viel Cut mit. Das heißt, das hier ist sozusagen eine Finish-Politur unter den Metallpasten. Was noch dazu kommt, die Versiegelungsleistung ist enorm. Das kennen wir ja von vielen Produkten, die es bei Sonax gibt. Erzeugt ein wunderschönes Abperlverhalten, aber diese Versiegelungsleistung ist nicht ganz so langlebig. Mit einer Runde IPA haben wir sie hier bereits runterbekommen. Das heißt, ihr dürft hier keine Wunder in der Standzeit erwarten. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, angesichts des günstigen Preises, für die man dieses Produkt bekommt, und das zeigt halt einmal mehr, dass man nicht pauschal sagen kann, dass Baumarktprodukte scheiße sind, spielt das hier doch aus meiner Sicht in der obersten Liga mit, wenn es einfach nur geht, Finish zu erzeugen, wenn man nicht zu viele Kratzer hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da oder unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, denn Support ist kein Mord, und schaltet zum nächsten Video von mir oder von Sebastian wieder ein. Servus!